Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo eine neue Ministerin darstellen kann, in welche Richtung sie Politik machen will, wo sie ihre Schwerpunkte setzen kann und sie eben uns hier präsentieren kann. Das eine ist die kleine Regierungserklärung im Ausschuss. Die andere Gelegenheit ist die Vorlage des Haushalts hier, Einzelplan 10. Und ich kann Ihnen leider sagen, Frau Schulze-Vöcking, beide Gelegenheiten haben Sie ungenutzt verstreichen lassen. Ich würde sogar sagen, Sie haben sich schlichtweg versemmelt. Wenn Sie haben weder mit Ihrem Arbeitsprogramm noch mit dem Einzelplan 10 ein ambitioniertes Zeichen gesetzt, dass Sie das fortsetzen wollen, was jahrelang Tradition war hier in NRW, ein ausgewogenes Miteinander von Umwelt, Natur, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen. Sie haben sogar es nicht geschafft, Ihr Ministerium in den letzten Monaten zu erhalten. Nein, das Umweltministerium hat eklatant an Bedeutung verloren. Wir haben das ja erlebt, der Zuschnitt des Ministeriums hat dazu geführt, Sie haben den Bereich Klimaschutz komplett abgegeben. Sie haben die Kompetenz, und da war viel Geld im Umweltministerium dafür da, um den ländlichen Raum an der Stelle zu stärken. Sie haben die Kompetenz für den Breitbandausbau komplett abgegeben. Und damit haben Sie aus dem Ministerium, das immer für den ländlichen Raum zentral zuständig war, haben Sie entscheidende Zukunftsthemen, die für die Menschen in NRW und gerade für den ländlichen Raum wichtig sind, abgegeben und verloren. Noch entscheidender als diese Abgabe dieser Bereiche ist allerdings, wie Sie innerhalb der schwarz-gelben Koalition Ökonomie und Ökologie in Verhältnis zueinander setzen. Das ist keine Ausgewogenheit mehr, sondern Sie gehen ganz klar so vor, dass Sie sagen, Ökonomie first, Ökologie muss man mal gucken, was da noch geht. Im Verhältnis, und das sieht man ja auch, im Verhältnis zwischen Ihnen, Frau Schulze-Vöcking, Umweltministerium und dem Wirtschaftsminister, ist doch ganz klar, da ist gar kein Spannungsverhältnis mehr, das ist schafkopfmäßig, da gibt es einen Ober, das ist Herr Pinkwart, und dann gibt es den Unter, das sind Sie, Frau Schulze-Vöcking, an der Stelle. Der Wirtschaftsminister sagt, was in diesem Land passiert, und Sie können noch ein bisschen Begleitmusik auf dem Klavier dazu spielen. Wir haben das erlebt, ich will auch die konkreten Punkte nennen. Sie haben das ja jetzt in Ihren Entfestungspaketen dargestellt. Aufgabe 5 Hektar Grundsatz. Wir Grüne haben damals dafür gekämpft, dass es ein 5 Hektar Ziel wird. Und wir hatten da auch die Landwirtschaftsverbände an unserer Seite. Die haben immer gesagt, setzt das bitte durch. Das brauchen wir, um Ackerland, um Grünland zu schützen vor der immer stärkeren Inanspruchnahme. Nicht mal den 5-Hektar-Grundsatz wollen Sie drin lassen, der ja nun wirklich schon ein Kompromiss in sich ist. Nicht einmal das, selbst den streichen Sie. Das ist ein Armutszeugnis, wenn man über Flächenverbrauch, über den Schutz von Fläche redet. Sie sind hingegangen, auch das war ja ein Zankapfel in den letzten Jahren. Sie gehen jetzt hin, New Park, Flächengröße, 50 Hektar runter auf 30 Hektar. New Park war immer gedacht, als besonderes Industriegebiet für große Industrieansiedlung. Sie wissen selbst, dass das Gebiet nicht funktionieren wird. Jetzt gehen Sie hin und senken ab. Auch das ist ein verheerendes Signal, was Flächenverbrauch an der Stelle angeht. Da müssten Sie als Umweltministerin einschreiten, da müssen Sie Einspruch erheben. Dasselbe Kiesabbau, dasselbe Kalkabbau in Ihrem Heimatkreis, Kreis Steinfurt, Naturschutzgebiet, Kalkabbau. Auch da wären Sie gefordert, im Sinne des Naturschutzes einzuschreiten und das zu verhindern, was Sie da gerade machen wollen an der Stelle. Herr Stinke hat etwas länger ausgeführt. Die Frage der Stickoxide in unseren Städten. Auch da sehe ich nicht, dass Sie agieren an der Stelle. Da passiert ebenfalls nichts. An all diesen Stellen gibt das Wirtschaftsministerium den Takt vor und Sie laufen hinterher. Ambitionierte Umweltpolitik in NRW gibt es nicht. Sie haben ein Verständnis, Sie sowieso, bei Ihnen habe ich immer noch ein bisschen mehr Hoffnung, Sie haben ein Verständnis von Umweltpolitik als notwendiges Übel. Das muss man ja machen, weil es gibt ja ein Umweltministerium. Irgendwie muss man es ja wohl machen, also macht man da ein bisschen was. Aber Sie erkennen es nicht an,
als ein Ministerium mit hohem eigenen Wert, als ein Fachgebiet, was wir brauchen, um diesen Planeten, um auch Nordrhein-Westfalen lebenswert zu erhalten. Es passt ja auch dazu, dass Sie die Stabsstelle Umweltkriminalität, wir beide haben zusammen 7 Jahre lang im Ausschuss gesessen. Wir haben diese ganzen Skandale, die wir hatten, auch gerade im Lebensmittelbereich, zusammen diskutiert. Wie kommt man dann auf die Idee, die Stabsstelle Umweltkriminalität abzuwickeln? Ist mir ein Rätsel. Die brauchen wir, um an der Stelle eben die koordinierende Wirkung dieser Stabsstelle, dafür war sie ja immer gedacht, zu nutzen. Es passt auch dazu, dass Sie angekündigt haben, nur noch 1:1 umzusetzen. Bundesrecht, EU-Recht wird nur noch 1:1 umgesetzt. Wir haben aber hier in Nordrhein-Westfalen schon ein paar besondere Probleme. Und gerade im Punkt, auch das haben wir, Herr Höhne, Sie waren ja auch im Umweltausschuss, lange besprochen, die Frage Nitrat im Grundwasser. Das ist doch ein Problem, wo wir wissen, dass wir in Nordrhein-Westfalen viel mehr, ganz andere, größere Probleme haben als irgendwo zum Beispiel im Süden der Republik. Dann brauchen wir auch entsprechende Maßnahmen, um das umzusetzen. Da können wir doch nicht sagen, wir machen nur das Minimum, was die Bundesregierung will. Wir müssen das Maximum an Gewässerschutz umsetzen. Und da fordere ich Sie auf, das zu tun. Aber an der Stelle ist ja auch Zeit, man soll ja nicht die ganze Zeit schimpfen. Wo viel Schatten ist, ist auch etwas Licht. Ausdrücklich unterstützen wir die Erhöhung der Ansätze im Bereich Hochwasserschutz, Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Verbraucherschutz. Auch da haben Sie uns an Ihrer Seite, dass Sie da noch mal die Mittel verstärken. Der eben erwähnte Antrag Tierheime finden wir auch sehr gut, dass Sie da die Linie der alten Regierung fortsetzen, die Mittel an der Stelle auch noch mal verstärken und da Kontinuität ermöglichen. An dieser Stelle auch ein Satz zur Landesgartenschau. Den Antrag unterstützen wir an der Stelle, Landesgartenschau. Allerdings, ich weiß nicht, wo hier im Landtag auch nur ein Politiker wäre, der die Landesgartenschau irgendwo noch in Frage stellt. Insofern ist der Antrag nicht wirklich notwendig gewesen. Wenn Sie jetzt ein bisschen die Mittel noch erhöht hätten, dann hätte ich gedacht, ja, das hätte Neuigkeitswert. Aber so ist es irgendwie, ja, nice to have, aber mehr auch nicht. Aber wir stimmen dem an der Stelle zu. Was ich nicht verstehe, Frau Ministerin, Sie haben ein aus meiner Sicht erfolgreiches Programm, das 100-Kantinen-Programm. Ich finde, auch wenn es von den Grünen kommt, man kann manche Dinge einfach auch fortführen, die gut sind. Ich verstehe nicht, dass Sie das Programm auf Null setzen. Ich verstehe auch nicht, dass Sie öffentlich die Bildung für nachhaltige Entwicklung loben in der Öffentlichkeit, aber dann im Haushalt den Ansatz kürzen. Passt aus meiner Sicht auch nicht zusammen. Das ist für mich so ein bisschen die Kluft zwischen Sonntagsrede und alltäglichem Handeln, was Sie da praktizieren. Was ich gar nicht verstehe, ich habe ja eben vom Faktorziel schon erwähnt, was ich überhaupt nicht verstehe, dass wir jetzt im LEP den Einsatz da ihrerseits haben und der schwarz-gelben Koalition, den gewerblichen Stallbau im Außenbereich wieder zuzulassen. Das verstehe ich nicht. Wir haben durch die Restriktionen, die wir haben, endlich etwas da eingedämmt und etwas Ruhe im ländlichen Raum, dass Sie da wieder den Deckel öffnen wollen, verstehe ich nicht. Und ich glaube, wenn Sie die Akzeptanz der Landwirtschaft hier in diesem Bundesland erhöhen wollen, sorgen Sie dafür, dass hier in NRW die Tiere gut gehalten werden, sorgen Sie dafür, dass wir auf dem Acker Vielfalt haben, sorgen Sie dafür, dass unsere Insektenwelt, das ist ja unser Thema im Moment, geschützt wird vor zu viel negativem Einfluss aus der industriellen Landwirtschaft, dann glaube ich, kommen wir dann ein Stück weiter, ansonsten laufen Sie ins Leere. Ein besonderes Highlight, ganz zum Schluss will ich aber auch noch erwähnen. Das absolute Highlight ist der Titel Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinebejagung. 2 Millionen wollen Sie da reinstecken. Mein Eindruck war aus dem Ausschuss, Sie wissen selbst noch nicht richtig, was das werden soll, was man damit machen kann. Ich habe mich dann mal mit Jägern unterhalten, wollte mal wissen, was die denn davon halten. Die wissen ehrlich gesagt auch nicht, was das soll, sind sich nicht so ganz klar. Und wenn man jetzt die Zahlen gesehen hat, die Abschusszahlen, dann können wir ja feststellen, das neue ökologische Jagdrecht hat die Möglichkeiten der Jagd überhaupt nicht eingeschränkt. Ihr ganzes Wahlkampfgetöse der vergangenen Monate war also überflüssig. Sie haben da einen Popanz aufgebaut. Ich bin gespannt, der Staatssekretär hat es ja angekündigt, handwerkliche Fehler des Jagdrechts reparieren. Da bin ich an Ihrer Seite, das sollte man immer tun, das ist richtig. Aber ob Sie da inhaltlich viel ändern, darauf bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, Sie wissen längst, dass das Jagdrecht viel besser ist, als Sie seinen Ruf gemacht haben. Vielen Dank.